So, hallo, wir machen weiter bei Chosen 2's Ultimate Mario Challenge. Das letzte Mal haben wir ein Puzzle gelöst und jetzt sind wir wieder in einem Speedrun-Schloss. Mittlerweile wissen wir jetzt ja, es ist schon jetzt schwieriger geworden, also wird es auch hier relativ flott alles zurecht. Wird auch hier alles relativ schnell gehen müssen. Deswegen werde ich mich ein wenig sputen. Sputen und dann gar nicht erst da runtergehen, sondern direkt den hier mitnehmen. Oh, oder so. Das ist eine gute Idee. Hier so, zack, und dann hier so den hier. Den hier nehme ich, weil ich gerne klein wäre. Dann kann ich nämlich einfach hier rüber. So. Dann können wir uns das da holen. Brauchen wir eigentlich noch gar nicht. Können wir eigentlich noch mitnehmen. Müssen wir auch mitnehmen. Siehst du mal, schau mal hier, na guck. Wie ich wieder indirekt recht hatte. Zack. Und gleich weiter. Ich mag das mit den Münzen. Das ist auch schon gleich so ein Indiz, dass man weiß, hey, hier geht alles schnell vonstatten. Du musst der Spur am besten folgen. So, zack. Na, geht durch die Tür, danke. Ey. Einmal runter da. Einmal warten. Einmal nicht warten, da warten wir auch gar nicht erst. Hier warten wir auch überhaupt gar nicht erst. Einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Das passt super gerade. Da ist nicht mal was drin. Wow. Ja, wir sputen uns ja Sohn. Schon. Sohn. Sohn, spute dich. Sohn, Offa. B. Spute dich. So, zack. Zack. Easy. Hilfe, da ist ein Schlüssel. Da komme ich überhaupt noch gar nicht. Nein. Und da will ich. Da will ich mir eine Brücke bauen mit Hilfe der Pflanzis. Kann ich nicht einfach. Warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal her. Das sollte gehen, oder? Ja, das geht. Ach, komm schon. Oder kann ich das nicht? Auf einer Shell? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine, das geht. Nur Interesse halber. Man muss es ja mal lernen, wenn das geht, nicht wahr? Damit die Leute das in den Ferien verlangen können, wenn ich so eine Scheiße hier schon mache. Ach, egal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob es geht. Na, das ist vielleicht die ganz schlechte Idee. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht ausreichend. Ah, das könnte jetzt reichen. Ja, jetzt reicht es definitiv. Definitiv. Aua. Ach, komm schon. Aber dann will ich die Shell auch gar nicht mehr da haben, weil ist ja egal. Ist mir egal. So, tschüss, Wiedersehen. War schön, das war ein schöner Abschnitt. Und ab. Das wird aber schon wieder ganz schön knapp hier alles rein da. Was kommt jetzt noch? Ich habe schon den Yoshi gesehen, der noch kommen wird. Oh mein Gott. Wann soll ich das alles machen? Hilfe. Tschu, wups. Tschüss. Nee. Dich nehme ich gleich mit. Hier kriege ich einen Pilz, den ich gar nicht habe. Was? 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 Ja, cool. Muss ich jetzt bis zu dem Swamp zurück und mich da treffen lassen? Wirklich? Das haut doch zeitlich gar nicht mehr hin. Wo war das denn? What? Bis hierhin? Oh. Jetzt kommt noch der Yoshi-Abschnitt. Da ist immer noch kein Yoshi-Abschnitt. Aber ich habe doch Yoshi von. Was zum Geier? Ich habe irgendwie den Eindruck, wir sind ein wenig zu langsam. Ich weiß nicht, ob es die 15 da oben ist, oder die 14, oder die 13. Irgendwas sagt mir, dass ich zu langsam bin.
Da ist der Yoshi-Raum. What the fuck? Ist das jetzt die Frage, was ich mitnehmen will? Gar nichts. Ich will ins Ziel. Holy shit. Was? Okay, die Röhre funktioniert nicht. Ach so. Die Frage ist quasi hier, wie man hier rauskommt. Die Röhre funktioniert aber auch nicht. Oh nein, sag nicht, ich will einfach nur über das Ding hier drüber. Ich meine, da drüben ist das Ziel. Aber weder die Röhre noch die Röhre geht. Komme ich hier über drübers Ziel? Das weiß ich jetzt halt nicht. Aber wir waren definitiv zu langsam. Ich kann ja auch nicht anfangen, jetzt Yoshi zu essen. Mit Yoshi zu essen. Okay. 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 Wir wollen noch schneller sein. Wir wollen uns fast nirgends aufhalten lassen. Oh mein Gott. Ist aber gut zu wissen, also. Jetzt wird's wirklich knappi. Schonzeit ist vorbei, schon seit ein paar Parts. Dieses dumme Ding hält mich aber auf. Und dann bin ich nicht mehr schnell. Da unten springt er nicht mehr ab, der dumme Mario-Typ. Wenn ich dazu... Oh. Gemein! Okay. Ja, gut. Siehst du, das springt da nicht mehr, obwohl ich presse. Und da hänge ich jetzt in dem Koopa drin. Ja, nee. Das war aber schon in etwa das, was ich tun wollte eigentlich. Ja, das ist halt scheiße, aber gut, dann nehmen wir halt den Hit hier. Ja, Hit sage ich schon, aber das ist dieses Runterslowen. Ich muss das wohl hier akzeptieren, auch wenn ich das nicht gerne tun möchte. Ja, ich muss das nehmen. Jetzt kann ich aber halt nicht mal hier einfach so durch, weil doch... Ah. Cool. Toll, toll. Super. Doch komme ich gerade so. Okay. Den sollte ich schon antriggern, in dem Moment, wo ich das bringen wollte. Ja, aber hier hört es eh auf zu laufen, von daher ist es dann auch egal. Erstmal. Dann trigge ich ihn hier an. Dann schmeiße ich das da hoch und dann können wir da gleich weiter. Dann kann das da rüber. Dann kann das... Mann! So, tschüss. Und dann können wir da gleich hoch. Zack. Die riecht keinen neuen Speed drauf. Nee. Das nehmen wir gleich mit. Ach, leck mich doch. Wir kriegen es nicht gleich mitgenommen. Ich muss hier kurz zwischenlanden. Das ist doch doof. Na gut.
Das war nicht so gut. Da kann ich aber auch nicht schnell weiter, weil... Oder? Ach, nee, gerade nicht. Aber jetzt. Zack. So. Und ab in die Tür. So, hier kann man relativ schnell durch. Das weiß ich noch. Lauf! Und jetzt nicht mehr aus dem Speed raus. Achso, ja, hier war eh Ende. Das habe ich kurz vergessen. Tschüss. Lauf! Na, fuck. Ja, chill. Chill! Wo hat es denn vorne eingesetzt, dieses Geräusch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist aber auch egal. Das hier war eine dumme Stelle, richtig. Eins, zwei. Eins, zwei. Okay, das reicht. Da habe ich länger gebraucht, das stimmt. Das habe ich jetzt vergessen. Da habe ich nämlich zwei Anläufe gebraucht für den Quatsch. Und jetzt haben wir es mit nur einem gemacht. Okay, damit haben wir mindestens 30 Sekunden mehr Zeit. So, der ist leider schon weg. Verabschiedet sich ja leider hier alle tatsächlich, ja. Ich kann gar nicht anders. Ich muss dann hier hin zurück zu dem Mancher. Ach, na gut. Können wir das nicht einfach gleich mitnehmen, das dumme Ding? So. Drehen und los. Schneller. Schneller. Okay. Und zack. Dann kam noch dieser ganz kurze Raum. Ach ja. Der allerdings schon seine Gemeinheiten hat. Gut. Okay. Rein da, rein da, rein da. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt versuchen wir einmal als erstes... Da einfach drüber zu springen. Ja, tschüss. Ja. Okay. Hui, hui. Das heißt, sie war wirklich... Oh, Pinballed. Das klingt interessant. Was kommt denn jetzt? Es ist ein Pinball-Level. Und ich bin der Pinball. Der Ball. Ich bin das ganze Spiel, genau. Ach, das ist cool. Das mag ich. Das ist aber dann auch das Coole an dem Hack, dass es so abwechslungsreich ist. Du hast mal so ein Puzzle-Level, in dem du verzweifelst. Dann hast du so ein normales Level. Und dann hast du mal wieder so ein Speed-Level. Das ist echt cool. Also yay for Hybrid-Hacks. Hybrid-Hacks. Oh mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Oh Mensch. Wow! Da wollen wir vielleicht auf der Ecke etwas aufpassen, dass wir da nicht einfach durchlaufen können. Aber okay. Tschüss, Yoshi. Flonks. Oh, das reicht nicht. Ich werde es jetzt trotzdem aber mit Safe State spielen, weil ich will das Level in dem Video noch gerne schaffen. Das wäre ganz nett. Habe ich gerade gesagt, ich will das Video in dem Level noch schaffen? Ihr wisst, was ich meine. Aber Yoshi können wir hergeben. Das ist vielleicht sogar etwas einfacher ohne Yoshi.
Zack. Nächster Abschnitt. Mittelpunkt. Nee, ich mag die Idee doch. Das gefällt mir. Das ist auch schön aufgebaut. Es ist zwar viel boing, 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 aber es ist cool. Da sind vielleicht ein bisschen viel Sprites. Aber das ist auch cool. Whoops. Also, das ist nicht cool, aber das ist auch okay, wollte ich sagen. Whoops. Und tops. Sehr schön. Weg damit. Niemand braucht... Oh, Hallöchen. Da gehen wir lieber nicht den schweren Weg. Oh. Koopa, komm bitte zurück. Be a nice Koopa, please. Come back! Thanks. Thanks, thanks. Und ups. Auch hier schön, dass das Level selbst eine gewisse Schwierigkeitskurve hat. Die ersten Abschnitte waren noch relativ easy. Jetzt wird es schon teilweise kniffliger. Ups. Moment, jetzt geht's nach unten. Ah, cool. Sehr schön. Das hat mir gefallen. Catching Fire. Es ist ein Schlosslevel, also, ich glaube nicht, dass wir das noch hinkriegen. Deswegen beenden wir das Video an dieser Stelle. Ist mal etwas kürzer, tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.